Servus Leute, schön, dass ihr dabei seid. Ganz liebe Grüße nach Hause. Bei unserem heutigen Home-Workout wollen wir uns ein bisschen um den Rumpf kümmern. Das heißt, wir haben relativ viele Stabilisationsübungen mit drin. Wir arbeiten im HIIT-Modus. Das heißt, es wird sehr anstrengend. Wir werden insgesamt 20 Minuten trainieren, haben insgesamt 10 Übungen dabei, die wir in zwei Durchgängen einmal durcharbeiten. Wir werden folgendermaßen trainieren. Wir haben immer 40 Sekunden in der Belastung und 20 Sekunden zum Ausruhen, sodass ihr euch für jede Übung so ein bisschen die Kräfte sammeln könnt und dann eben in den 40 Sekunden Vollgas geht. Wichtig ist, versucht die Übung so gut wie es geht durchzuhalten. Sollte die eine oder andere zu schwer sein, versucht es ruhig ein bisschen langsamer, aber bleibt dabei, ja, das ist entscheidend, gerade in dem Modus, wo wir heute trainieren wollen. Genau. Ansonsten, in der ersten Runde, denkt dran, wir müssen erst ein bisschen warm werden, die Muskulatur muss unter Spannung kommen, der Kreislauf muss angeregt werden, Stoffwechsel fährt hoch und in der zweiten Runde hätte ich gern Vollgas. Genug der Worte, ich würde sagen, wir können gleich starten. Ich setze meinen Timer an, wir haben noch 10 Sekunden. Wir starten mit einem leichten Warm-up, dann gibt es das Training, wie gesagt, wir schließen mit einem kleinen Cooldown, aber wir starten erstmal. Lauf locker auf der Stelle, nehmt die Arme mit, wenigstens mit den Ellenbogen hinter den Körper. Wir brauchen die Schulter aktiv. Nehmt die Beine gerne etwas höher, ja, holst du auf Hüfthöhe. Ganze Oberkörper ist mit dabei, die Schulter wird mobilisiert, Brustrücken wird langsam warm, die Beine sowieso. Zieht noch ein bisschen höher und etwas schneller. Wir wechseln in einen Hampelmann. Halbe Öffnung, Arme auf Schulterhöhe, noch locker Sprung mit den Füßen. Und die letzte Warm-up-Übung kommt in einen Seitenstand. Rechte Hand zum linken Zeh und umgekehrt. Schaut den hinteren Arm mit nach oben. Alright. Die erste Übung startet auf der Matte. Kommt einmal direkt mit runter. Wir gehen in die Plank und wechseln dann in den Liegestütz. Gehen wieder runter in die Plank. Und wechseln in den Liegestütz. Wer mag, darf gerne im Liegestütz auch einen Liegestütz ausführen. Und dann wieder in die Plank. Ihr merkt, gleich zu Beginn, die ersten 40 Sekunden Übung müssen schon richtig intensiv sein. Drei, zwei, eins. Okay, könnt ihr euch einmal entspannen, ihr habt 20 Sekunden Pause. Ich erkläre die nächste Übung schon immer mal. Schaut mir genau dabei zu, wir gehen in die Jumping Lunges, das heißt, rechte Bein vor, linke Bein zurück und wir wechseln im Sprung. Wenn das so anstrengend ist, wer Probleme mit den Knien hat, kann das gerne langsamer. Und let's go. Nehmt die Arme mit. Immer diagonal, über den Körper, ist das linke Bein vorne, kommt der rechte Arm nach vorne und umgekehrt. Achtet darauf, dass ihr schön tief mit dem hinteren Knie nach unten zieht. Ihr entscheidet das Tempo. Je schneller, desto anstrengender. Ihr habt noch 10 Sekunden. Weiter, weiter. Könnt ihr in der Pause gleich immer mal ein bisschen ausschütteln und Päuschen. Ich mache die nächste Übung schon mal vor, dass ihr wisst, was euch erwartet. Wir gehen in den Mountain Climber. Ihr habt noch 15 Sekunden Pause. Mountain Climber heißt, Liegestützposition halten, Gesäß tief und dann ziehen wir abwechselnd die Knie nach vorne Richtung Ellbogen. Macht euch bereit, es geht los. Wer mag, kann das ruhig im Sprung machen, relativ schnell. Aber auch hier gebt ihr wieder das Tempo vor. Jeder in seinem Fitnesslevel.
Halbzeit. Ihr habt noch 10 Sekunden. Macht weiter, gebt noch mal ein bisschen Gas. 3, 2, 1. Perfekt. Sehr gut. Die nächste Übung. Wir gehen in den Side-Twist aus der Liegestütze. Das heißt, gleich wieder in die Halteposition. Ihr habt noch 10 Sekunden Pause. Schaut mir nochmal zu. Ich drehe mich ein. Schaue der rechten Hand nach oben hinterher. Wechselt über die Seite. Und jetzt seid ihr gefragt. Immer abwechselnd. Je enger die Füße, desto anstrengender ist es. Wenn ihr euch breiter aufstellt mit den Beinen, ist es etwas entspannter. Immer mit langen Armen hinterher schauen. Der Bauch ist fest angespannt. Die Gesäßmuskulatur ebenfalls. Ihr habt die Halbzeit gut. Und die letzten 5 Sekunden. Zieht nochmal durch. Wunderbar. Ich zeige die nächste Übung vor. Wir machen High Knees. Das heißt, ähnlich wie beim Aufwärmprogramm, ihr nehmt jetzt die Hände aber nach vorne und kickt abwechselnd nach oben. Volle Spannung bis zu den Händen. Euch ist das Tempo überlassen. Wenn ihr wollt, gebt ruhig Gas. 3, 2, 1, let's go. Schön hoch. Bauch ist wieder fest angespannt. Dann bleibt der Oberkörper gerade. Wie gesagt, ihr gebt das Tempo vor. Zack, zack. Halbzeit. Nochmal Tempo ein bisschen anziehen, wenn ihr könnt. Es sind 10 Sekunden. Ihr macht weiter. Denn gleich geht es wieder runter auf die Matte. Ihr merkt, chorlastig, der Bauch ist mit dabei. Bin euch schon mal entspannt. Wir gehen gleich nochmal in die Liegestützposition und werden abwechselnd mit der rechten Hand die linke Schulter berühren und umgekehrt. Ja? Ganz easy. Wer möchte, kann das Ganze auch auf den Knie machen, das ist etwas entspannter. Und wir legen los. Tap und tap. Tap und tap. Immer im Wechsel. Je enger der Stand, desto anstrengender. Wer möchte, kann nach jedem Tap eine Liegestütze machen. Das ist wieder für die Fortgeschrittenen. Halbzeit habt ihr gut. Spannung im Bauch. Das Gesäß ist fest. 5 Sekündchen habt ihr noch. Weiter, weiter. 3, 2, 1. Super, sehr schön. Als nächstes. Der Stoffwechsel darf nicht runterfahren. Heißt, wir machen Jumping Jacks. Haben wir eben im Aufwärmprogramm schon drin gehabt, aber jetzt gehen wir die volle Distanz. Heißt, wir starten zusammen. Spreizt die Beine weit nach außen. Bringt die Arme über den Kopf. Und kommt wieder zusammen. Ready, set und go. Komplette Bewegung, der Chor ist fest. Auch hier gebt ihr wieder das Tempo vor. Je schneller, desto besser natürlich, aber achtet auch auf eine saubere Ausführung. Zehn Sekunden noch. Durchhalten. Komm, noch mal ein bisschen Feuer geben. Zack. Super. Okay, 3, 2, 1. Ihr könnt es euch auf der Matte bequem machen. Wir gehen in die Bicycle Crunches. Das heißt, legt euch auf den Boden. Ihr habt noch 10 Sekunden. Wir werden gleich die Knie anwinkeln, die Hände zu den Schläfen. Wir werden mit dem rechten Ellbogen zum linken Knie, streckt das rechte Bein aus und wir wechseln auf die andere Seite. Let's go! Wenn das so anstrengend ist, nimm nur die Beine. Lass den Oberkörper leicht abgehoben vom Boden.
Wer Power hat, mit dem Arm zum Ellbogen, zum Knie. Immer weit einrotieren. 15 Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, sehr gut. Die nächste Übung, ein bisschen komplexer, wir machen Burpees. Das ist eine Übungsreihe aus mehreren Bewegungsabläufen. Ich mache die einmal vor. Wir gehen gleich runter aus dem Stand, bring die Beine zurück, auch gerne im Sprung. Liegestütze, wer möchte. Die Beine wieder nach vorne und aus der tiefen Position in Sprung. Okay? Let's go. Runter. Beine zurück, Liegestütz, Beine nach vorne und dann einmal schnell. Ihr sucht euch euer Tempo aus. Bleibt dabei. Hopp. Jawohl. Letzten 5 Sekunden, komm. Ihr schafft noch eine komplette Wiederholung. Jetzt, yes, sehr gut. Kurz Ausschüttung, 20 Sekunden habt ihr euch verdient. Die letzte Übung. Reverse Crunch heißt, kommt wieder runter auf die Matte. Hände links und rechts neben die Hüfte. Ihr zieht die Knie zum Oberkörper ran und löst nach vorne auf. Je weiter ihr die Beine nach vorne streckt, desto schlimmer. Könnt ihr aber auch angewinkelt lassen. Let's go. Letzten 40 Sekunden nochmal alles rausholen. Noch 10 Sekunden. Vier, drei, zwei, eins. Und wacker. Ihr habt 20 Sekunden Zeit. Trinkt auch immer mal was in der Pause, wenn ihr möchtet. Oder kommt einfach zu Atem. Das war Durchgang Nummer 1. Heißt das Ganze. Jetzt noch einmal und mit ein bisschen mehr Power. Erste Übung, Plank to Push-Up. Kommt runter, startet direkt mit mir durch. Unterarmstütz und hoch in die Liegestütze. Haltung, Unterarmstütz und wieder hoch. Wer mag, auch hier wieder bei jeder Liegestützposition eine Liegestütze ausgeführt. Zehn. 5, 4, 3, 2, 1. Und locker. Sehr gut. Alright. Die nächste Übung, wir sind wieder in den Jumping Lunges. Heißt, weiter statt, ein Bein vor, einer zurück. Ihr habt die Arme mit dabei. Wir gehen in den Wechselsprung. Auch gerne wieder hier. Langsam ohne Sprung. Wichtig ist wieder die Ausführung für das hintere Knie. Schön tief. Let's go, 40 Sekunden. Wer mag im Wechselschritt? Ansonsten sehr gerne in der Sprungvariante. Arme gehen wieder mit. Immer seitenverkehrt. Linken Fuß vorne, rechter Arm. Ihr habt noch 5 Sekunden, also durch. Sehr gut. Okay, wir wechseln wieder in den Mountain Climber. Heißt, ihr kommt in den Liegestütz nach unten, spannt den Bauch an, zieht die Arme, die Beine zu den Ellbogen nach vorne. Gerne langsam oder richtig schnell im Sprung, in den Sprung. Achtung, 3, 2, 1 und let's go.
Ihr gebt das Tempo vor. Das ist die zweite Runde. Also ruhig ein bisschen schneller jetzt. Noch 10 Sekunden. Durchhalten. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Wir bleiben unten auf der Matte. Wir gehen gleich in die Seitwärts aus der Liegestützposition. Das heißt, wieder Korkspannung. Stützt euch am Boden ab. Ihr habt noch 5 Sekunden Pause. Ich mache schon mal einen Satz zur Anschauung. Hüftbreiter Stand. Abwechselnd. Den linken, den rechten Arm nach oben ziehen. Ihr steigt mit ein. Let's go. Mit hochschauen. Bald überdrehen den Oberkörper. Achtung, Halbzeit. Zehn Sekunden haben wir noch. Und 4, 3, 2, 1. Ihr könnt einmal absetzen, beziehungsweise gerne schon wieder in den aufrechten Stand kommen. Wir wechseln in die High Knees. Das heißt, Hände wieder vor den Körper, abwechselnd, die Beine nach oben gezogen. Ihr sucht euch das Tempo aus. Wichtig ist, dass die Kicks sehr hoch kommen. Achtung, 3, 2, 1. Let's go. Wer mag, gerne wieder das Tempo ein bisschen anziehen. Wir gehen in die Sprungphase. Hoch die Knie. Brust aus, Nasenspitze hoch. 10 Sekunden noch. 4, 3, 2, 1, 2, sehr gut. Alright. Mal wieder in die Liegestützposition. Wir brauchen jede Menge Core. Super Übung für den Bauch, für den Rücken. Gerade wenn ihr viele Büro unterwegs seid, sitzende Tätigkeiten, brauchen wir da die Stabi. Also, Liegestütz, halten und wir tappen. Abwechselnd. Mit der rechten Hand zur linken Schulter und umgekehrt. Wer jetzt noch Power hat, in jeder Liegestützphase, runter und hält. Runter und hält. Gesäß und Bauch sind weiter angespannt. Das ist wichtig. Fünf Sekunden durchhalten. 3, 2, 1. Löst euch von der Matte. Kommt hoch. Holt uns Luft. 20 Sekunden. Wir wechseln gleich in die kompletten Jumping Jacks. Also nochmal Top Speed. Von Power rausholen. Enger Stand. In weit geöffnet. Let's go. Hopp. Arme komplett über den Kopf. Versucht so ein bisschen nach hinten zu arbeiten mit den Händen. Und die Beine nochmal etwas weiter. Halbzeit. Und nochmal Tempo raus. Keine Angst, den Bauch habe ich nicht vergessen. Willkommen. Auf die Matte, jetzt. Runter. Wir gehen in den Bicycle Crunch. Wie gesagt, wer mag, gerne nur mit den Beinen, immer abwechselnd, vor und zurück. Ansonsten Hände zur Schläfe, rechte Knie hoch, linke Ellenbogen hoch und wechseln.
5, 4, 3, 2, 1, let's go! Hände im Oberkörper auf jeden Fall vom Boden ab. Das ist wesentlich effektiver. Ist natürlich auch anstrengender. Vollgas. Fünfzehn. Nicht nachlassen. Wir haben nur noch zwei Übungen vor uns. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay. Bleibt auf der Matte liegen. Wir gehen zuerst in den Negativ Crunch oder in den Reverse Crunch. Und zum Abschluss gönnen wir uns gleich nochmal die Burpees. Aber erstmal den Reverse. Nehmt die Hände links und rechts seitlich der Hüfte. Die Beine 90 Grad in Hüfte und Knie. Wir ziehen die Knie zur Nasenspitze hoch, macht direkt mit. Und rollt wieder nach vorne. Gerne mit gestreckten Beinen, das ist anstrengender. Wenn das zu tough ist, bleiben die Knie angewinkelt. Ich denke, ihr habt noch ein bisschen Power. Also versucht ruhig mal die gestreckte Variante. Hüfte hoch vom Boden und runter. Oberkörper leicht abgehoben. Für die letzten 15 Sekunden. Gib nochmal alles. Hohe Bewegung und in die Strecke runter. Hoch und runter. Hopp. Für 3, 2, 1. Perfekt. Kommt hoch. Quält euch nochmal. Burpees, die letzte Übung. Ich gebe nochmal einen Satz langsam durch, dass ihr was mit der Bewegung anfangen könnt. Und dann bin ich 40 Sekunden Vollgas zum Abschluss. Achtung, wir gehen tief, bringen die Beine zurück. Gerne Liegestütze, falls erwünscht. Sprung vor und hoch. 2, 1, ihr seid im Feuer. Let's go! Jetzt alles raus und komm. Hoch den Sprung. Zack. Und tief runter. Ich hoffe auch für euch, so ein bisschen fordern müssen wir euch, ja? Okay. Wenn ihr ein bisschen Atem wieder habt, kommen wir ins Cooldown. Wir beugen Verletzungen vor. Passen auf, dass unsere Muskulatur nicht verkürzt. Dafür sind die folgenden Übungen gut. Okay. Kommt in den weiten Stand. Die Zehenspitzen leicht nach außen. Nehmt die Hände vor den Körper. Gebt ein bisschen Druck. Wir ziehen uns in die Streckung nach oben. Versucht die Arme so weit wie es geht in die Luft zu bringen. Wir lösen nach außen auf. Kommt tief mit den Daumen vor der Hüfte zusammen. Es geht in die Abwärtsbewegung. Lasst den Kopf fallen. Zieht euch in die Dehnung der hinteren Oberschenkel. Und kommt langsam wieder hoch. Wir wiederholen das Ganze. Arme hoch, gerne die Hüfte leicht nach vorne schieben, Beine bleiben gestreckt, löst mit den Händen auf, vor die Hüfte, zieht tief. Je tiefer, desto besser, bringt gerne die Ellenbogen zum Boden, wenn ihr es schafft. Und wieder hoch. Letzte Wiederholung für die erste Übung. Spannung nach oben, schaut den Händen hinterher, Hüfte vor, lösen. Weiter Bogen, die Daumen vor die Hüfte, zieh tief. Runter, runter, runter. Und lösen. Von hier wechseln wir direkt in einen Lunge. Rechte Knie geht vor, linkes Bein zurück. Oberkörper gerade, push die Hüfte nach vorne.
die Hände vor der Schulter zusammen. Wir drehen uns über das rechte Knie zur Seite ein. Soweit es geht nach hinten. Langsam zur Mitte auflösen. Arme locker. Wechsel das Bein links vorne, rechts zurück. Fäuste auf Spannung, die Hüfte drückt nach vorne. Dreht euch über das linke Knie. Streckt das hintere Bein nochmal durch. Lösen. Arme locken. Wir gehen nochmal auf beide Seiten. Rechts Knie vor, links zurück. Arme und Rotation. Lösen. Letzte Seitenwechsel. Linke Fuß vor, rechts zurück. Hüfte bleibt vorne stehen. Drehung nach links. Lösen. Und entspannen. Kommt einmal auf die Matte. Die Hände nach vorne ausgestreckt. Die Zehenspitzen entspannt. Wir gehen mit dem Gesäß über unsere Ferse. Lasst die Fingerspitzen weit nach vorne klettern. Den Kopf locker nach unten. Und hier rollen wir mit dem Oberkörper in die Vierfüßler und darüber hinaus in die Cobra. Drückt die Hüfte zum Boden, den Oberkörper so weit es geht aufrecht lassen, zieht die Schulter nach hinten, legt nach vorne, kurz halten und in die Gegenbewegung. Wieder nach hinten, die Fingerspitzen bleiben vorne. Nasenspitze möglichst tief. Und wieder nach vorne. Vier Füße in den Cobra-Stand. Hüfte möglichst tief. Oberkörper bleibt oben. Schulterblätter nach hinten auf Spannung. Nochmal in den Vierfüßler. Ein Bein nach vorne, drückt euch in den Stand, schüttelt die Arme und die Beine nochmal aus. Ihr Lieben, das war's auch schon. 20 Minuten Vollgas gegeben, kleines Cooldown. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen kleinen Feed in den sozialen Medien da. Ich bedanke mich vielmals für eure tolle Mitarbeit. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Workout. Liebe Grüße aus Gießen-Wiesek, macht's gut.